Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge konnten wir gerade noch die Tochter von der Khajiit, davon Lahini hieß sie, glaube ich, abbringen, dass sie sich und ihre Lebenskraft dem Orden opfert. Und jetzt müssen wir mit Nafala sprechen, dem Drachen. Ich bin gerade am Überlegen. Moment, dann geht es jetzt hier rum und links, genau. Das werden wir jetzt mal eben tun, weil die Drachen bzw. der Orden nämlich Rudelheim angreifen möchte. Ihr schreitet zielstrebig voran, Jägerin. Was beschleunigt euren Schritt? Latvulans Kult greift einen Tempel namens Rudelheim an. Wisst ihr warum? Lat'Vulon erschrickt ob der Schatten seiner Vergangenheit. Die Khats Khal'Zul sind nicht mehr, und doch fürchtet er sie immer noch. Wie jämmerlich. Was sind die Khats Khal'Zul? In eurer Zunge das Rudel von Alkrosch, khajiitische Krieger aus längst vergangenen Zeitaltern. Ich gebe euch einen Rat, Jägerin. Rudelheim ist eure Mühe nicht wert. Wir müssen uns auf die vor uns liegende Schlacht konzentrieren. Die Rettung von Priestern bringt unsere Sache kaum voran. Bei diesem Bündnis geht es nicht nur darum, Lat'Vulon zu besiegen. Wir müssen auch Elsweyr beschützen. Warum sollte man sich für einen derart unbedeutenden Sieg in Gefahr bringen? Lasst diese Priester sterben, damit ihr überleben und den Kampf anderswo fortführen könnt. Die Drachengarde wird Rudelheim beschützen, mit oder ohne eure Hilfe. Gut, ich mache mich auf den Weg nach Rudelheim, zum Wohl unserer Allianz. Okay, wir gehen jetzt auch nach Rudelheim. Wir treffen uns dort. So, und zwar, um das kurz zu zeigen, wir sind jetzt hier oben am Wegschrein vom Rudelheim. Und irgendwo direkt hier vorne. Ah, Sai. Durchsucht das Gebiet. Wir müssen herausfinden, was der Kult in Rudelheim will. Okay, warum liegt hier ein toter Khajiit? Ich habe die anderen vorgeschickt. Ich möchte, dass ihr nach ihnen seht und herausfindet, ob sie etwas bezüglich der Motive des Kults aufdecken konnten. Ich treffe euch weiter drin. Na gut. Wir versuchen ja mal so unauffällig auffällig wie möglich zu sein. Oh, Hallöchen. Das sollte sich als nützlich erweisen. Nö. Zwar jetzt nicht in Bezug darauf, dass wir hier durch müssen. Moment, wir müssen da unten hin, ne? Du siehst mich nicht. Kaska! Hier drüben, Wanderin. Die Clanmutter schrieb das. Es könnte wichtig sein. Das Rudel von Alkosch, von Clanmutter Hizuni. Alkosch schwebt und verknüpft die Fäden zu einem Wandteppich endloser Zeit. Er sieht einen losen Faden und runzelt die Stirn. Mit einer Kralle sticht er durch den Stoff, fängt den Faden ein und zieht ihn nach unten. Die Fäden sind wieder geordnet. Ich singe von diesem Wandteppich, über diese straffen Fäden endloser Geschichte. Die Priester von Rudelheim stimmen mit ein, bis unsere Stimmen voll Harmonie erklingen. Wer sich dem Rudel von Alkosch anschließt, wird zur Kralle des Drachenkönigs, um diese losen Fäden gerade zu ziehen. Sie kommen als Junge zu uns, die unter der dunklen Eklipse geboren wurden. Sie sind vergessene Mänen, dazu verdammt, niemals zu herrschen. Wir geben ihnen Bestimmung, Führung. Wir singen die Worte Akkosch, damit seine Weisheit sich in ihren Herzen sammeln kann, wie am Boden eines Stundenglases. Diese geheimen Verteidiger, die sich dem Rudel von Alkosch anschließen sollen. Wenn Alkosch die Stirn runzelt, erheben sie sich. Wenn Elsweyr weint, kämpfen sie. Und in ihrem letzten Atemzug wird Kenathi bei ihnen sein, um sie zu den Sanden hinter den Sternen zu geleiten. Hinter Rudelheim steckt mehr als gedacht.
Das Rudel von Alkosch. Vergessene Mähnen, die die Fäden der Zeit beschützen. Versteckt in diesem bescheidenen Tempel. Nafala erwähnte das Rudel von Alkosch. Er sagte, Latvulon würde es fürchten. Das ergibt Sinn. Dieses Rudel von Alkosch beschützt Elsweyr in Zeiten großer Not. Drachen, die Pläne schmieden, um uns alle zu vernichten, würden da doch sicherlich zählen, ja? Wo sind die Krieger denn dann? Warum verteidigen sie Rudelheim nicht? Ich wünschte, ich wüsste es, Wanderin. Wir könnten die Verstärkung auf jeden Fall gebrauchen. Ihr solltet die Clanmutter suchen und herausfinden, was sie weiß. Das heißt, wenn sie noch am Leben ist. In Ordnung. Ich werde nach der Clanmutter suchen. Ihr findet Saji weiter vorn. Er hat irgendwelche Glocken gehört und ist vorgelaufen. Recht wagemutig von ihm. Er hat eine große Klappe, aber für direkte Kämpfe ist er eigentlich nicht zu haben. Hat unser kleiner Kapitän endlich doch seinen Mut gefunden? Wie ist die Lage, Kaska? Die Lage ist nicht gut, falls es das ist, wonach ihr fragt. Viele der Mondpriester sind bereits tot und der Kult hat sich über ganz Rudelheim ausgebreitet. Ich beginne mich zu fragen, was wir hier noch an Gutem tun können. Wir sollten zumindest herauszufinden versuchen, warum der Kult Rudelheim angegriffen hat. Einverstanden. Worauf immer er es auch abgesehen haben mag, wir müssen dafür sorgen, dass der Kult es nicht bekommt. Selbst wenn es hier nur um Informationen gehen sollte. Die Clanmutter sollte etwas wissen. Seht, ob ihr sie finden könnt. Ja, dazu müsste ich erstmal wissen, wo die Clanmutter ist. Hinten die Treppen hoch. Quasi da, wo wir herkamen. Oh, das dürfen wir mal nicht liegen lassen, ja? Womit dann die Frage zu klären wäre, ob er nicht auch hier durch kann. Das sieht eigentlich gut aus. Wenn ich denn hier durchkäme, heißt das. Und nicht an irgendeinem Stein hängen bleiben würde. So. Da können wir noch ein bisschen Rubiditerz mitnehmen. Und da oben müssen wir hin, ne? Dann würde ich sagen, ups, greifen wir mal hier die beiden an. Dann geht's auch ein bisschen schneller. Da ist die Clanmutter. Hey, seht euch das an! Ein Brief von Sajis Mutter! Verwunderlich, nicht wahr? Da ist nicht die Clanmutter, das ist ein Brief von ihr, Entschuldigung. Clanmutter Kitsuni, zweifellos habt ihr gehört, dass die Drachen entfesselt wurden. Sie suchen andere ihrer Art in den tiefen Gründen dieser Welt und haben selbst den Dämonen aus dem Osten freigelassen. Wir beide wussten, dass dieser Tag kommen würde und wir beide wussten, was das bedeutet. Der Dämon aus dem Osten muss von den Kriegern, die vom Geiste Akosch erfüllt sind, zerstört werden, wie es schon immer geschrieben stand. Es wird Zeit, diese uralte Schlacht zu Ende zu führen, wie es dem Rudel von Alkosch seit jeher vorbestimmt war. Ich hoffe, euer ausgewählter Krieger ist bereit. Versagen ist keine Option. Clanmutter Tadali. Dieser wusste nicht, dass Mutter schreiben kann. Wie hält sie überhaupt den Federkiel? Naja, als kleine Katze. Ein Dämon aus dem Osten. Das Rudel von Alkosch. Was meint Mutter bloß damit? Ich hoffe, Saji riecht nicht so komisch, dass das hier symbolisieren soll. Ihr wurdet in den Tempel großgezogen. Ihr müsst etwas über all das wissen. Nun, dieser erinnert sich an etwas über das Rudel von Alkosch. Es bestand aus Kriegern, die während einer Mondfinsternis geboren wurden. Das machte sie noch empfänglicher für den Fluss der Zeit und den Ruf der Monde. Einigen verlieh dies die nötige Weisheit, um zu einer Mähne zu werden, einem Anführer. Andere hingegen? Sie folgen einem schwierigen Pfadwanderin. Da sie unter dunklen Monden geboren sind, ist der Ruf der Trommel von Lorkatsch für sie noch klarer. Oder zumindest behaupten das die Geschichten. Ihr solltet Saisahan davon berichten. Er ist tiefer in der Anlage. Ich werde Saisahan wissen lassen, was wir entdeckt haben. Vielleicht hält Mutter den Federkiel im Mund?
kann sich das jemand vorstellen? Konzentriert euch, Saji. Warum sollte eure Mutter einen Brief nach Rudelheim schicken? Keine Ahnung. Mutters Tempel verehrt Genarti, während Rudelheim Alkosch geweiht zu sein scheint. Sie gehören beide zu den Acht, das stimmt schon, aber... Tatsächlich gibt es da eine Legende, an die Saji sich erinnert. Eine Legende? Eine von Sajis Lieblingslegenden. Es gab einmal eine kajitische Kriegerin, die von Alkosch höchst selbst gesegnet war. Sie kämpfte gegen einen mächtigen Dämon, der von Eis und Tod durchdrungen war. Obwohl es der Kriegerin gelang, den Dämon wegzusperren, überlebte sie die Schlacht nicht. Ich verstehe, wo Alkosch in dieser Geschichte seinen Auftritt hat, aber was ist mit Kenati? Saji wäre gleich zu diesem Teil gekommen. Der Leichnam der Kriegerin wurde in den Tempel von Kenartis Atem gebracht, wo die Mondpriester 4 Tage und 4 Nächte über ihm beteten. In der 4. Nacht, als beide Monde voll waren, erschien Kenarti selbst. Was ist dann geschehen? Nach einem einzigen Wink mit Kenartis Pfote erhob sich der Geist der Kriegerin aus ihrem Leichnam. Gemeinsam flogen sie in den Himmel, an den Sanden hinter den Sternen vorbei und gingen an einen Ort jenseits allem, was man kennt. Dort hieß Alkosch seine Kriegerin zu Hause willkommen. Kenasi geleitete also diese Kriegerin dann das Reich von Alkosch. So will es die Legende. Doch eine kajitische Geschichte ist in etwa so verlässlich wie, sagen wir mal, die Zuneigung einer Dirne. Beides sollte man nicht zu ernst nehmen, ja? Okay, durchsucht das Gebiet. Dann würde ich sagen, wir reiten jetzt hier mal ein bisschen durch. Hoppala. Das Wasser habe ich jetzt nicht gedacht. Tja! Lala. Ich denke mal, dass wir hier hoch müssen. Erhaltet nur den Druck dort aufrecht und ihr solltet durchkommen. Hab Dank, junge Zahl. Basti, du schaffst das, oder? Wir sprechen mal so mit dem Mondpriester. Ihr gehört zur Drachengarde, ja? Wisst ihr, wer unseren Tempel angreift? Der Orden des Neuen Mondes. Ein Drachenkult. Er wird von dem Drachenpriester Rakajin angeführt. Rakajin? Nein. Er wurde in diesem Tempel aufgezogen. Wir waren in allem bis aufs Blut Brüder. Und doch ist er derjenige, der so viel Tod und Vernichtung gesät hat. Das kann nicht wahr sein. Es ist wahr. Wir versuchen, ihn aufzuhalten. Wisst ihr, warum Rudelheim angegriffen wurde? Sie sind auf die Clanmutter aus. Nur Siva weiß nicht warum. Bitte, ihr darf nichts zustoßen. Ihr müsst sie finden. Als dieser sie zum letzten Mal sah, war sie auf dem Weg in den inneren Tempel. Okay, darf ich euch heilen? Erzählt ihm von der Clanmutter, während ich diesen hier wieder auf die Beine bringe. Aber du musst mir versprechen, dass du das hinkriegst. Saiser Hahn ist gleich dort vorn. Ihr solltet mit ihm sprechen, ehe ihr den inneren Tempel betretet. Na gut. Sie hat gesagt, gleich dort vorn. Da ist aber nicht. Der ist laut dem Ding in der Richtung. Dich nehmen wir doch nochmal kurz mit. Komm. Du hast dich da gerade so bereitwillig hingestellt. Es tut mir leid, aber das ist... Max-Level. Die Sachen muss ich leider einsammeln. Sei! Wie ist die Lage? Die Kultisten sind rasch durch Rudelheim gezogen. Ich vermute, dass uns weitere von ihnen jenseits dieses Tors erwarten. Die Mondpriester hier hatten nicht einmal Waffen, um sich zu verteidigen. Warum sollte der Orden des Neuen Mondes diesen friedlichen Ort angreifen? Ich bin mir nicht sicher, warum, aber ich glaube, sie sind hinter der Clanmutter her. Einer weisen Frau der Kajit? Vielleicht trachten sie nach ihrem Wissen. Es heißt, die Clanmütter behalten viele Geheimnisse für sich und täuschen andere mit Halbwahrheiten und Rätseln. Wisst ihr, wo diese Clanmutter ist? Mir wurde gesagt, sie floh hier durch den inneren Tempel. Der Kult folgte ihr dicht auf.
Dann lasst uns hoffen, dass wir sie vor dem Kult erreichen. Wir sollten uns in Bewegung setzen. Dann los, Sai. So. Gehen wir Nein, schleunig. Ja, ja. Ich wollte W drücken, nicht E. Entschuldigung. Der innere Tempel liegt vor uns. Abmarsch. Stimmt doch gar nicht. Der liegt rechts von uns. Lüg mich doch nicht an, Sai. Na, Palang. Er hat sich doch noch entschieden, aufzutauchen. Dann müssen wir halt nochmal einen Drachen besiegen. Auf jeden Fall werden wir es tun. Nutzt meine Macht. Welche Macht? Du kriegst es ja teilweise noch nicht mal hin zu tanken, Junge. Ich weiß, da war gemein. Aber es ist nun mal wirklich so. Ich will endlich Funko holen. Aber da ich das alles... Hoffentlich versteht ihr mich überhaupt noch, wenn ich kämpfe. Da ich das alles nach der Reihenfolge machen will... Ach komm, ich laufe jetzt hier durch. Ja, muss ich halt eben warten, bis ich dann entsprechend auf der Insel bin. Tschüss. So viel Tod. Was kann denn ein solches Massaker? Schnell, Wanderin, geht zur Klarmutter. Wir halten euch den Rücken frei. Danke. Bei Sebs Schuppen. Seht, ob sie noch atmet. Sie atmet noch, sie sitzt. Die Drachengarde kommt uns zu Hilfe. Und wieder werden die Fäden verflochten. Hisuni hat noch ein Lied in ihr, auch wenn sie womöglich zu schwach ist, um es zu singen. Werdet ihr ihm lauschen? Ich muss wissen, warum der Kult euch angegriffen hat. Dann müsst ihr zuhören. Einst wurde ein Junges unter den verfinsterten Monden geboren. Vom Schicksal nicht dazu ausersehen, als Mähne zu führen, sondern dazu, sich dem Rudel von Alkosch anzuschließen. Wir bildeten ihn als heiligen Krieger aus, als verborgenen Beschützer. Doch das reichte Rakashin nicht. Bin ich der Einzige, die jetzt getriggert wird? Nur, weil es die Stimme von Kaska ist. Rakajin hätte sich dem Rudel von Alkosch anschließen sollen? Ja, aber Gier vergiftete sein Herz. Er wollte über Elsweyr herrschen, anstatt es zu beschützen. Dann kehrte der Dämon aus dem Osten zurück. Er versprach die Macht eines neuen Mondes und Rakajin lauschte ihm. Wer ist der Dämon aus dem Osten? Keine Zeit, keine Zeit. Alkosch, schenke dieser noch einen Augenblick länger. Die Maske. Ihr müsst die Maske finden, bevor Rakashin es tut. Sucht den Pfad. Lasst euch von unserer Gründerin führen. Ihre Statue wird... Sie wird... Clanmutter Hitsuni? Trete zurück, Drachengardistin. Sie ist von uns gegangen. Die Clanmutter sprach von der Statue. Wir sollten sie untersuchen. Okay. Jadari die Endlose, Kenazis Atem und Lorkais Schatten... Sie beschritt die Wege mit Stolz, Azuras Licht und Alkosch brüllen. Sie beugte sich und ward so gesegnet. Roter Bestiehorn und göttliche Maske. Ihr Ende war nur ein Anfang. Ja, natürlich. Die Statue trägt eine Maske, oder nicht? Sai, sag mir bitte, du hast das verstanden. Was hat euch die Inschrift verraten? Die Statue stellt Jedari dar. Die Inschrift erwähnte das Horn einer roten Bestie und einer göttlichen Maske. Jadari? Wie im Horn von Jadari? Nafalah hat offenbar einiges zu erklären. Diese Jadari muss dem Rudel von Alkosch angehört haben. Vielleicht war sie sogar seine Gründerin. Warum sonst sollte man ihre Statue derart prominent ausstellen? Und Rakajin will diese göttliche Maske, auch wenn wir uns nicht sicher sind, warum. Die Clanmutter bat darum, dass wir die Maske finden, bevor Rakajin es tut. Von daher kann ich nur annehmen, dass sie ein Relikt von großer Macht ist. Etwas, was wir nicht in den Händen des Kults sehen wollen.
Wir müssen diese göttliche Maske aufspüren, bevor der Orden des neuen Mondes uns zuvorkommt. Aber wir haben keine Ahnung, wo die Maske ist. Dann lasst uns sehen, was unsere hiesige rote Bestie dazu zu sagen hat. Hoffentlich ist Nafala in der Nähe. Fragen wir ihn nach Yadari und der göttlichen Maske, die ihre Statue trägt. Vielleicht ist er diesmal etwas gesprächiger. Dann lasst mich besser mit ihm reden. Das ist kein Buch oder sowas, was ich mitnehmen kann. Nee, ich glaube nicht. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Die Clanmutter? Wir kamen zu spät. Sie war tot. Wie konnte Rakajin das tun? Hizuni war wie eine Mutter für ihn. Für uns beide. Die Gerechtigkeit holt Rakajin irgendwann ein. Wir rächen. Rache bedeutet den Toten wenig, Drachengardist. Ich bin gekommen, auch wenn es vielleicht nicht viel gebracht haben mag. Der Kult sucht nach einer göttlichen Maske, die dem Rudel von Alkosch gehört. Wir müssen sie vor ihm finden. Die Maske von Alkosch. Ladvolon ist ein Narr. Sein erbärmlicher Priester wird eines solchen Relikts niemals würdig sein. Nicht so wie Yadari. Sie jagen etwas nach, was sie nie im Leben beherrschen können. Was ist diese Maske? Und wer ist Yadari? Yadari. Ich nannte sie Tosh Rakat. Die Gründerin von Rudelheim. Und das erste Mitglied von Alkoschs Rudel. Sie trug einst die Maske, ja. Und ich vermute, ihr Leichnam bewacht sie noch immer. Doch nichts von dem spielt irgendeine Rolle. Es spielt sehr wohl eine Rolle. Euer Horn ist nach Yadari benannt. Es muss da eine tiefere Verbindung geben. Dann findet die Wahrheit selbst heraus. Falls ihr die Maske sucht, sprecht mit der Clanmutter von Kenarti. Es war ihr Tempel, der sich der sterblichen Überreste von Yadari annahm. In Ordnung, ich werde mit Clanmutter Tadali sprechen. Sucht die Maske, wenn ihr wollt. Ich kümmere mich um Ladvolon. Noch eine Reise zu Mutters Tempel. Oh nein, ich quäle mich nicht mit einem weiteren Anflug von Niedergeschlagenheit herum. Aelia geht! Tue ich das? Ich meine, natürlich gehe ich. Es ist beschlossen. Ihr beide geht zu Kenartis Tempel und sucht nach der Maske. Kashka, Saji, ihr kommt mit mir. Na gut. Wir müssen dann wieder zurück. Ich weiß nicht genau... Geht zum Tempel von Kenathis und ich glaube, das war irgendwo hier in der Ecke. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde auf jeden Fall mal eben dahin reisen und dann sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.